Die Saison 2023/24 haben der 1. FC Köln und Amnesty International Deutschland genutzt, um sich für Menschenrechte stark zu machen. Unter dem Motto Zusammen für Menschen haben die beiden Projektpartner immer wieder Zeichen gesetzt und klar gezeigt, Menschenrechte gelten für alle Menschen, jederzeit und überall. Unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, Herkunft oder sexueller Orientierung. Der 10. Dezember ist der internationale Tag der Menschenrechte. Und diesen haben der 1. FC Köln und Amnesty im Jahr 2023 dafür genutzt, laut zu sein. 50.000 Menschen haben im Rheinenergiestadion ihre Stimme erhoben und ein Licht für die Deutsch-Iranerin Nahid Taghavi leuchten lassen, die seit 4 Jahren unschuldig im Iran im Gefängnis sitzt. Ich kann wirklich sagen, dass das, ohne zu übertreiben, eine der tollsten Aktionen war, die ich überhaupt jemals für den Einsatz für Menschenrechte und für die Freilassung eines politischen Gefangenen gesehen habe. Der 10. Dezember und die Kraft des gemeinsamen Lautseins, des gemeinsamen Starkseins und des gemeinsamen Druckaufbauens haben sich gelohnt. Diese Aktion beim FC, dass Abertausende von KölnerInnen sich dafür eingesetzt haben, kann oder war wahrscheinlich eine Stellschraube, die dazu geführt hat, dass wenige Wochen später meine Mutter in einen Hafturlaub entlassen worden ist. Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Jahr. Die Partnerschaft hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass alle Menschen erleben und lernen, was Menschenrechte überhaupt sind, was sie für einen selbst und andere bedeuten und wie wichtig es ist, sie zu schützen. Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Sie müssen geachtet werden. Überall und jederzeit. Denn auch wenn Menschen unterschiedlich sind, gelten für alle die gleichen Menschenrechte. Der 1. FC Köln wird sich auch zukünftig für Menschenrechte stark machen, seine große Reichweite nutzen und für seine Werte einstehen. Die Geschichte von Nahid Taghavi sowie die gesamte Partnerschaft mit Amnesty International zeigen, wie wichtig es ist, Aufmerksamkeit zu erregen, sich seiner Stimme bewusst zu werden und diese auch zu nutzen. Auch wenn viele manchmal denken, kann meine Stimme denn überhaupt was bewirken? Ja, das kann sie.